Hallo Leute, heute habe ich den Download für Classic Shelf vorbereitet und natürlich hat kein Desktop-Icon. Ihr könnt auch ein Desktop-Icon hinzufügen, aber es ist eigentlich ziemlich unnütz, weil Classic Shelf macht nämlich das hier. Dieses Windows 7 Startmenü, wo man hier schon sieht, ja, Marvin noch bla ausführen und so weiter, steht hier alles schön aufgelistet und das macht Classic Shelf. Gut, dann gehen wir mal kurz hier in. Zur Seite ist in der Videobeschreibung und dann downloaden wir das mal. Weil es ja nicht noch viel groß zu sagen, weil das ist ja. Ja, klar, die meisten kennen natürlich dieses Windows 7 Startmenü und das ist jetzt halt bei Windows 8 dann eingefügt. Hier sehen wir auch Startseite, das heißt, hier kann ich auch zur Windows 8 Startseite gehen. Das heißt, daran seht ihr auch, dass es auf jeden Fall Windows 8 ist. Wollte, kann ich auch später noch so einen Screenshot einblenden. Ja, ich tue jetzt mal hier das Downloaden. So, dann geht hier drauf. Und dann kommt wieder so ein Fenster. Oh, und das sind jetzt nicht. Da steht jetzt Installieren, was weiß ich. Willkommensinstallation. Einfach weiter. Und dann wieder nein, weiter ohne diese Anwendung. Nicht vergessen, das dann mal rausklicken. Und dann auf Installieren. Da bis gleich. Geht schon weiter. Vielleicht habt ihr noch kurz gesehen, wie es so das letzte Stück geladen hat. Dann geht ihr auf Weiter. Dann kommt das hier. So, und dann kommt das hier. Ja. Wir kommen beim Setup und jetzt schnell weiter. Ich stimme dann zu. Weiter. Gut, steht da. Startmenü-Ordner erstellen. Also, das Startmenü-Ordner erstellen. Na, ich glaube, das muss er ja drin lassen. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ja, es passt so. Lass das Ganze so lassen. Und dann installieren. Und dann warten wir nochmal. Bis gleich. So, was steht denn hier? Also, und zwar. Wenn es so ungefähr so weit ist, dann kommt dieses Ding. Da steht hier: Dateien werden verwendet. Einige Dateien, die aktualisiert werden müssen, werden zurzeit verwendet. So. Zwar Classic Shell, Startmenü und der Windows Explorer. Anwendungen zuerst schließen und dann neu starten. Anwendungen nicht schließen. Später Neustart erforderlich. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch kommt, aber ich. Ich starte ihn nicht neu, ich starte ihn später neu wegen. Das geht bei mir gar nicht. Weil ich ja sonst die Aufnahme unterbrechen müsste. Das gab bei mir jetzt gerade nochmal, aber. Ich lasse starten einfach gleich neu oder so. Ich weiß nicht, ob es bei euch kommt, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass. Ding ist, aber. Es müsste sein. Gut, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier. Das System wurde abgeschlossen und dann einfach fertigstellen. Und dann ja, habe ich noch das, was ich gerade. Ja, hat sich jetzt gerade bei mir WordPad geöffnet und dann steht hier noch so ein paar Sachen. Also wenn ihr das gerade, was ich gesehen habe, da anklickt, dann. Also geklickt das, dann kommt das, glaube ich. So wie ich weiß. So, dann schließt ihr einfach wieder. Und jetzt dann habt ihr dieses schöne. Habt ihr dieses schöne Startmenü hier? Bla 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 und so weiter. Könnt ihr auch so tolle Sachen wie bei Windows 7 machen. Ich weiß nicht, bei Windows 7 kommt die nur System schauen, die könnt ihr auch so auswählen und so. Also. Wenn ihr das übrigens bei Windows 8 macht, ich habe jetzt Windows 8.1, das sollte man, sieht man auch hier. Wie ich es zu Windows 8.1 hinzufügen. Und zwar, wenn ihr das bei 8.1 installiert, dann wird das so angezeigt. Wir haben hier nämlich dieses schöne Windows-Zeichen, wo extrem stylisch ist. Aber wenn ihr das jetzt bei Windows 8 installiert, dann kommt da so ein Classic Shell-Zeichen. Ich gehe mal kurz auf die Website. Auf Clip, Chip, geh nochmal hier zurück. Und nochmal zurück. Oh nein, zweit. Und zwar haben wir hier dieses Zeichen. Genau das. Das kommt dann.
Und ja, das war nur, dass ihr es wisst. Also, wenn ihr dann auch auf Win von Windows 8 auf Windows 8.1 quasi euren PC updatet, dann kommt es auch so. Also, wenn euch das stört, könnt ihr einfach updaten. Und dann kommt es nicht mehr. Na gut, das war's dann auch schon von dem Story. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und ciao.